Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Und da geht es um Stressentstehung. Es war einmal ein Säbelzahntiger. Ich halte ihn mal in die Kamera. Schauen Sie mal. So vermutet man, hat der ausgesehen. Ziemlich furchteinflößend. Und so könnte vielleicht die Geschichte der Stressentstehung anfangen. Unser Geist und unser Körper haben vor Jahrtausenden eine ganz effektive Stressreaktion erschaffen, der es uns ermöglichte, binnen kürzester Zeit kampf- oder fluchtbereit zu sein. Damals mussten die Menschen eine Situation sehr schnell einschätzen. Sie konnten nicht lange überlegen, eine Gefahrenanalyse betreiben, gucken, ist es jetzt wirklich so schlimm, wie ich dachte, könnten wir vielleicht irgendwie verhandeln? Nee, da ging es in der Regel um Leib und Leben. Das heißt, sie mussten binnen kürzester Zeit effektiv fit gemacht werden. Und wie passiert das? Was passiert da im Körper? Und jetzt habe ich Ihnen einmal diese Stressreaktion aufgeschrieben oder aufgemalt. Im Mittelpunkt habe ich erstmal Stress eingezeichnet, rot umrandet. Und jetzt schauen Sie mal, auf wie vielen Ebenen diese Reaktion abläuft. Erstmal körperlich. Also das Gehirn sendet, es ist Gefahr für Leib und Leben. Und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, das sind so die bekanntesten Stresshormone. Der Puls erhöht sich, die Atemfrequenz nimmt zu, der Muskeltonus erhöht sich. Das bedeutet, unsere Muskeln sind angespannt. Außerdem ist es so, dass unsere Muskeln mehr Blutzufuhr bekommen und damit mehr Sauerstoff. Es ist nämlich so, dass jetzt alle wichtigen Körperfunktionen aktiviert werden. Und alle Funktionen, die gerade nicht so wichtig sind, wie die Verdauung, überlegen, nachdenken, tja, vielleicht auch Gefühle wie Müdigkeit, die werden überlappt, die werden verdrängt oder abgeschaltet für den Moment. Denn die kann der Körper gerade nicht gebrauchen. Unser Organismus muss fit sein. So, was passiert denn auf der Gefühlsebene? In der Regel war da Angst und vielleicht auch, das habe ich noch gar nicht aufgeschrieben, Aggressivität. Ne? Wenn wir in den Kampf gehen, dann brauchen wir ja auch ein gewisses Potenzial an Aggression. Ne? Sonst bringt das nichts, wenn wir nur halbherzig zuschlagen. Gut, auf der Verhaltensebene, ja, entweder Flucht oder Angriff, das war, glaube ich, die einzige mögliche Verhaltensreaktion damals. Und jetzt gucken wir uns mal die Gedanken an. Die kreisen nämlich nur um diese Situation, um diese Stresssituation. Nichts anderes ist mehr möglich. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig auch für das kommende Video, was passiert mit unserer Wahrnehmung? Die wird ganz eng. Alles dreht sich nur um diese Stressreaktion. Es ist der sogenannte Tunnelblick aktiviert. Den kennen Sie bestimmt auch aus anderen Alltagssituationen vielleicht, aber es ist ein Tunnelblick aktiviert. Wir werden zunehmend, aber Sie sind sehr wachsam, vielleicht sind wir auch reizbarer. All das passiert, wenn diese Stressreaktion bei uns im Körper abläuft. Das ist für kurze Zeit perfekt. Es sichert uns das Überleben. Und dann ist es so, wenn die Situation sich normalisiert hat, sprich die Gefahr ist gebannt, wir sind erfolgreich geflohen, keine Ahnung, der Gegner damals ist besiegt worden, wie auch immer, dann normalisieren sich auch die Funktionen wieder, alles fährt runter, die Stresshormone fahren runter und es ist wieder ein normaler Pegel da. Und wenn wir uns an meine Psychotonus-Skala erinnern, dann würden wir uns vielleicht optimalerweise wieder auf dem Nullpunkt befinden. Alles ist wieder gut reguliert und
Vielleicht komme ich auch einmal kurz runter und entspanne mich. Vielleicht haben die damals, ich weiß nicht, sich gegenseitig gelaust oder Werkzeuge gebastelt. Ich weiß es nicht. Irgendetwas, was sie runtergebracht hat. So, nun stellen Sie sich vor, Sie kommen nicht wieder runter. Das heißt, permanent läuft so eine Stressreaktion in Ihrem Körper ab. Das ist eine unglaubliche Überforderung auf Dauer für unseren gesamten Organismus. Nun ist es so, dass wir ja heutzutage selten Gefahren für Leib und Leben haben. Heutzutage ist es so, dass wir andere Auslöser haben, die sogenannten, Moment, ich zeige es Ihnen, Stressoren. Stressoren, heutzutage spricht man von Stressoren in allen Situationen, die bei Ihnen ein Gefühl von Überforderung oder Angst oder Wut, was auch immer, auslösen. Und ich würde Sie gerne bitten, dass Sie sich persönlich Ihre Stressoren einmal überlegen. Was ist mein persönlicher oder meine persönlichen Stressoren in meinem Alltag? Wo habe ich das Gefühl, oh, dem bin ich nicht gewachsen, da bekomme ich Angst oder das macht mich sauer, da fühle ich mich unwohl, ich bin einfach gestresst. Das Ding ist nämlich, dass wir, obwohl wir heutzutage keine Gefahr mehr haben für Leib und Leben oder sehr selten, aber die Reaktion noch genau die gleiche ist wie vor Jahrtausenden. Das bedeutet, das Stresslevel ist genauso hoch, als wenn vor uns ein Säbelzahntiger steht, der uns eigentlich gleich fressen möchte. Und das ist schon eine enorme und sehr starke Reaktion. Ja, also haben wir heute einmal die Stressentstehungstheorie kennengelernt. Und Ihre Aufgabe ist es einmal, dass Sie sich Ihre Stressoren überlegen. Nächstes Mal erkläre ich Ihnen, wie Konflikte entstehen. Die sind nämlich, haben ganz viel zu tun mit dieser Stressreaktion. Im Prinzip gehen da ähnliche Dinge in unserem Körper ab und in unserem Geist. Und dann geht es natürlich darum, wie komme ich da wieder raus? Wäre schon ganz gut für sich persönlich ein Exit zu finden, eine Unterbrechung dieses Kreislaufs, den Sie ganz selbstständig nämlich finden können. Ihre Entspannungsmethoden, Ihre Möglichkeiten, aus einer Stressreaktion wieder herauszukommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß mit Ihrer Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Ja.